Grüß euch, meine Lieben. Ich habe ein neues Rezept für euch. Und zwar tun wir heute kochen. Also es ist heute kein Backvideo. Es ist ein ganz, ganz einfaches Rezept und ein sehr altes Rezept. Es ist, glaube ich, eines der ersten, wenn es nicht überhaupt das erste gekochte von mir ist, was ich halt, womit ich angefangen habe, halt zu kochen. Das ist ein ganz, ganz einfaches Kartoffelgulasch. Aber es unterscheidet sich von den anderen daher, dass man wirklich nur Kartoffeln benutzt. Und es schmeckt wirklich irrsinnig gut. Ergänzen kann man dann alles andere, was man zu Hause hat. Aber die Basis wirklich, wie es bei uns zu Hause auch noch gekocht wird, sind wirklich nur Kartoffeln und ein paar Gewürze. Und ergänzen kann man das dann wirklich mit allem anderen, was man zu Hause hat. Deswegen finde ich dieses Rezept jetzt genau in der Zeit sehr passend. Ja, und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen einmal circa 1 Kilogramm Kartoffeln. Die habe ich jetzt nur kurz im Wasser drinnen gehabt, dass die halt nicht dunkel werden. Ihr könnt sie jetzt schneiden, wie auch immer ihr wollt. Ihr könnt sie auch würfeln oder wie auch immer. Es soll halt nur nicht viel zu dünn oder klein sein. Ich schneide mir das jetzt in Spalten. Die sind circa, haben circa diese Dicke. Zu unseren Kartoffeln kommen jetzt 1 Teelöffel Salz. Ihr könnt bitte natürlich auch mehr dazugeben, beziehungsweise ich stimme das immer dann zum Schluss ab. Dann habe ich hier 1 Teelöffel Vergetta. Viele von euch werden das kennen, viele aber auch nicht. Das ist sowas ähnliches wie ein Suppengewürz. Das könnt ihr dann dafür verwenden, falls ihr das nicht verwenden wollt. Dann lasst es einfach weg und gießt dann später die Kartoffeln einfach nur mit einer Kartoffelbrühe, Hühnerbrühe auf oder halt nur dann mit Wasser. Also ihr könnt es ganz weglassen, wenn ihr gegen so etwas seid. Dann habe ich hier einen ordentlichen Teelöffel Paprikapulver. Das ist Paprika edelsüß, die ist also nicht scharf. Dann gebe ich da gleich noch 2 Esslöffel Öl drüber. Das ist bei mir ein ganz gewöhnliches Sonnenblumenöl. Ihr könnt aber bitte nehmen, was ihr zu Hause habt oder was ihr mögt. Dann mache ich das meistens immer so, dass ich mir dann die Schüssel nehme und das einfach nur drinnen so schön schwenke. Dann verteilt sich einfach alles schön auf die Kartoffeln. So. Unsere Kartoffeln kippen wir uns dann einfach nur in einen Topf hinein. In den Topf müsst ihr nichts geben, weil eh schon auf den Kartoffeln ein Öl ist. Und jetzt werden wir das für 1-2 Minuten anbraten. Einfach nur so lange, bis man kein Pulver mehr sieht und bis dann die Kartoffeln, die kriegen dann so einen leichten Glanz. Aber ich zeige euch gleich, wie das aussieht. Die Schüssel, wo unsere Kartoffeln waren, da gebe ich dann immer das Wasser oder beziehungsweise Gemüsebrühe oder Hühnerbrühe, was ihr halt habt. Ich gebe da einfach nur das Wasser, was dann hineinkommt, hinein. Und ich schwenke das dann immer ein bisschen, dass wir die ganzen Gewürzreste da auch noch gut mitverwenden. Wenn eure Kartoffeln dann circa so aussehen, ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera merkt, dass das glänzt, aber das Gute ist, das merkt ihr dann sicher zu Hause. Ihr müsst nur aufpassen, dass euch das nicht anbrennt. Auf jeden Fall sieht man kein Pulver mehr, es ist alles schön rot. Und jetzt gießen wir das einfach nur mit dem Wasser auf. Wie viel ihr braucht, ist natürlich abhängig von eurem Topf und auch wie viele Kartoffeln ihr habt. Einfach nur zuerst einmal so, dass die ganzen Kartoffeln bedeckt sind. Ich habe jetzt hier circa 750 Milliliter, aber das kann man nicht so genau sagen. Es hängt wirklich von den Kartoffeln ab, weil falls das Wasser dann ein bisschen ausgeht oder zu sehr verdunstet, kann es dann natürlich sein, dass man ein bisschen was dazu gibt. So, eigentlich war es das eigentlich jetzt schon an aktiver Arbeit. Das muss jetzt, das lassen wir jetzt dann einmal aufkochen. Dann schalten wir einfach nur entweder auf mittlere Hitze oder auf niedrige Hitze. Jetzt könnt ihr dann, wenn ihr wollt, auch einen Deckel draufgeben. Und das lassen wir jetzt einfach nur so schön köcheln. Schaut bitte, dass ihr immer wieder schön umrührt. Und falls dann das Wasser ausgehen sollte, dann gießt einfach immer wieder ein bisschen was dazu.
Und ja, jetzt lassen wir es wirklich schön kochen. Gib dem wirklich Zeit. Das ist bitte nicht fertig, wenn die Kartoffeln durch sind. Das geht eh schneller mal. Es braucht wirklich mehr Zeit, bis die ganze Stärke von den Kartoffeln rauskommt und die ganze Flüssigkeit, das ganze Wasser dann auch schön eingedickt ist. So, meine Lieben, so sieht dann das Gulasch aus, wenn es fertig ist. Jetzt könnt ihr dann noch zum Schluss nachwürzen. Ich würde wahrscheinlich noch ein bisschen Salz brauchen, so wie ich mich kenne. Ihr könnt aber bitte jedes Gewürz, was ihr da habt, was ihr gern habt, da dazu hineingeben. Ihr könnt auch 3, 4 Minuten, bevor es fertig ist, auch ein paar Frankfurter reingeben oder so Würstchen. Ihr könnt es wirklich machen, wie auch immer ihr wollt. Ich wollte euch wirklich nur die ganz einfache Variante zeigen, wenn ihr wirklich nichts zu Hause habt. Obwohl ich sagen muss, ich koche das wirklich immer so. Obwohl ich alle Zutaten zu Hause habe, aber es ist zwar sehr einfach, aber man schmeckt wirklich die Kartoffeln raus und schmeckt es halt einfach gut. Sagen wir es mal so. Seht ihr, so sollte die Konsistenz sein. Wenn man das jetzt öfter gemacht hat, merkt man natürlich auch am Geruch, wann es fertig ist. Ich versuche euch das vielleicht ein bisschen besser zu zeigen. Seht ihr? Da sieht man dann wirklich die Konsistenz. Wenn das dann abkühlt, wird es dann natürlich noch ein bisschen dickflüssiger, aber so ist es eigentlich perfekt, beziehungsweise so, wie ich es halt möchte. Ganz wichtig ist einfach nur, dass ihr den Kartoffeln genug Zeit lasst. Gebt kein Mehl dazu, um es einzudicken oder sonst eine Stärke. Die Kartoffeln machen das schon, nur manchmal brauchen sie halt ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr Zeit. So, meine Lieben, das war's eigentlich auch schon. Ich glaube, ich habe vorhin vergessen zu sagen, wie lange es bei mir gebraucht hat. Also bei mir hat es fast genau 1 Stunde lang gekocht. Aber wie schon vorher gesagt, ist das abhängig von euren Kartoffeln. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen da, einen Kommentar, falls ihr es nachgekocht habt. Falls ihr mich noch nicht kennt und nicht abonniert habt, dann holt das schnell nach. Dann verpasst ihr auch keines meiner neuen Videos. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!